Hi, hallo, ich grüße euch, ist der Junge aus Thailand. Ja, ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich bin am Probegang auf unserer Reisfarm. Werd da mal schauen, nach dem linken und nach dem rechten. Jo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit. Mach so ungefähr zweimal die Woche. Jetzt hier in der Zeit, wo der Reis halt eben steht und wächst. Ja, immer mal ja, mir ein Bild davon, wie der Wasserstand so ist. Spiegelt sich dann meistens auch an hier unserem kleinen Teich wieder. Der jetzt wieder ein bisschen gefallen ist. Leute, die unseren Kanal immer verfolgen, konnten sehen beim letzten Mal, gleiche Position, wo ich jetzt stehe. Ja, gleiche Position, wo ich jetzt hinzoome, da sieht man das Rohr wieder, was unser Nachfolgefeld versorgt. Jo, Rohr kann ich mittlerweile wieder sehen, ist also wirklich der Pegel auch gefallen. Will allerdings auch mal schauen. Wir haben zwei Freundinnen aus dem Dorf engagiert. Ja, die sollten hier Unkraut ziehen. Jetzt wird der Großfarmer wird natürlich sagen, wie Unkraut ziehen in einem Feld und macht doch keiner im Reis. Doch wir hier schon, weil sonst haben wir mit der Handerntung ja auch später ja störende Faktoren durch Unkraut. Wenn es denn, ja ich sage mal, zu sehr überwuchert, beziehungsweise die ganze Sache überhand nimmt. Da tut es ihnen natürlich auch schwer beim Ernten. Und so gehe ich jetzt mal bis hinten zum Feld hin. Allerdings macht der Reis jetzt auch einen ganz anderen Eindruck hier. Ich zeige euch mal, ich hatte es mal erwähnt, also wir sind immer so ein bisschen neidisch auf das Nachbarfeld. So, hier ist das Nachbarfeld. Mal gucken. Ich zoome es jetzt mal wieder ein. Ja, hier ist das Nachbarfeld und ja, da drüben auf der anderen Seite des Grabens ist natürlich unser Reis, den wir ein bisschen später gesetzt haben. Folglich kann der auch noch nicht so hoch sein, aber mit reichlich ja, Löchern im Feld versehen. Zur Sache geschuldet, ja, dass halt eben viele Schnecken und anderes Getier da auch Hand dran anlegen, fressen die einen Teil davon weg. Haben ja auch die Leute, die für uns arbeiten, ja so ein bisschen eingesammelt da drin. Ploy und ich auch, aber du kannst halt eben nicht überall sein. Und so werde ich mir jetzt mal anschauen, ja, wo die Mädels halt eben ja den Unkraut zupfen sollten, ob es dann auch gemacht worden ist. Wir hatten schon mal geschaut, aber da waren sie noch nicht ganz fertig. Mal sehen, ob wir noch mehr finden werden. Ja, hier kann man mal sehen, kann man auch mal zeigen. Viele fragen sich auch, ja, wie entsteht denn so ein Wasserpegel oder so ein Wasserstand? Also das Wasser fließt praktisch da aus dem Teich hier in unser Feld hinein. Der Wasserpegel ist eigentlich ganz gut. Und wenn der Wasserpegel dann, ja, ich sage jetzt mal so ist, wie wir ihn haben wollen, wird er dann entweder hier aufgestaut. Ja, meistens mit natürlichen Mittelchen, ne? Mit irgendwelchen Reisiggeschichten oder Holz, was man so in der Landschaft findet. Oder halt eben weiter geöffnet, wenn denn zu viel Wasser ist. Ja, hier fließt auch Wasser über. Mal so ein Vergleich hier zum Nachbarreis, der da wirklich dicht steht. Zu unserem Reis hier rüber. Ja, ist dünn und kerklig momentan noch. Auch hier im weiteren Verlauf des Feldes kann man viele Löcher erkennen, die Ploy und ich ja schon etwas gestopft haben, beigesetzt haben. Trotzdem weist das ganze Feld eigentlich noch viel Luft auf. Bin hier angekommen, wo ich eigentlich hin wollte. Der Bereich hier, der war wirklich übersät, ja, mit irgendwelchen Farnen und ja, Gräsern, die da eigentlich nicht rein sollten. Sollte auch noch mal gedüngt werden, meinte Schwiegermutter. Wir haben auf jeden Fall den ganzen Wall hier oben jetzt drauf mit vertrockneten Gräsern liegen.
haben die Frauen alles rausgeholt. Ja, so hat denn Feld auch immer wieder ein bisschen Arbeit. Hier kann man mal ein typisch dünnes Feld sehen. Also ja, ist oftmals so, dass Schnecken oder anderes Getier sich das dann wegholen. Ja, so haben die Mädels auf jeden Fall hier schon mal ganz gute Arbeit geleistet. Hatten uns auch gesagt, wir müssen noch mal nachdüngen. Ja, wollen wir wahrscheinlich machen, Ploy und ich. Müssen wir noch extra noch mal Dünger besorgen. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt schon mal froh, oder ich bestimmt besonders auch froh, dass jetzt langsam der Reis kommt. Also wir waren schon ziemlich skeptisch, das sah gar nicht gut aus. Klar, besonders wenn du dann das Nachbarfeld siehst und ja, wächst und gedeiht, auch sehr dicht. Und hat natürlich auch dementsprechend dann mehr Ertrag. Wobei unsere Felder dann hier ja recht dünn halt eben ausfallen. Bin wieder zurück hier an unserem See. Und auch hier kann man wieder sehen, ja, ich habe es mal ein wenig entfernt und auch rausgezogen. Aber da ist auch wieder so ein bisschen Farn dann noch da hinten. Den will ich auch noch rausziehen. Ja, damit wir hier auch wieder gescheit angeln können. Hier kannst du eigentlich ganz gut angeln, holst auch ganz gut Fisch raus. Klar, im Moment ist das Wasser halt eben auch so ein bisschen trüb durch die neuen Regenfälle, die eingetreten sind. Wenn natürlich auch immer alles umwirbelt, durchwirbelt und hast dann natürlich auch immer ein bisschen Schlammanteil, der mit hochkommt. Ja, wie im letzten Video von Berti, der uns ja freundlicherweise mal mit erwähnt hatte, ja, muss man schauen, diese Farne, die können doch recht dick sein, dick werden. Könnten dem einen oder anderen Tier oder Mensch aber auch zum Verhängnis werden. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich auch mal ganz skeptisch und ja, muss man halt eben entfernen. Dem Lucky wäre es ja fast zum Verhängnis geworden. Und ich will aber auch, wenn ich denn hier angel, also keine Lust haben, da mich laufend ja mit der Angelschnur drin zu verheddern. Ist auch nicht so prickelnd. Ja, das war's mal von mir hier. Ja, mit einem kleinen Rundgang werde ich mich jetzt weiter nach hinten zu meinem Teig wieder begeben. Im Moment wirklich die Gehwege, Fahrwege, die wir hier so haben, ja, die lassen es nicht zu, dass du hier, ich sage jetzt mal, mit einem Auto großartig dich bewegen solltest. Kann sich schon, hat schon Potenzial, dich festzufahren. Darum fahre ich immer mit dem Teig nur bis Anfang, ja, fahren und mache mir von da aus dann so ein Bild hier über die ganze Geschichte. Wie gesagt, teilen, liken, abonnieren, kommentieren, wenn ihr wollt. Ja, für euch mache ich nochmal so einen kleinen, ja, Überblick hier über unsere Berge. Tschüss!